Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel HBW Balingen-Wallstätten gegen die MT Melsungen. Die Partie endete 22:25, zur Halbzeit stand es 10:12. Ich begrüße zu meiner Linken Gästetrainer Roberto Garcia Parundo, hallo, und zu meiner Rechten HBW-Cheftrainer Jens Bürkle. Roberto, dir gilt wie immer das erste Wort. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und gib uns doch gerne mal dein Fazit zum Spiel. Okay. Guten Abend alle. Ja, natürlich, wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg. Wir wussten, dass wenn Wallingen zu Hause spielen, sie mit zu viel Intensität, mit zu viel Stimmung spielen. Dann, wir wussten, dass heute wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen und dann vielleicht wir haben Optionen zu gewinnen. Ich glaube, heute war Knigen ein sehr, sehr gutes Spiel in Abwehr, no, in Angriff. Aber das war, weil die zweite Abwehr war sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr stark. Sehr, sehr zufrieden mit Sieg nochmal. Und viel Erfolg für Wallingen die Saison. Vielen Dank. Jens, ich gebe das Mikro weiter an dich. Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich Leo Brandner? Und gib uns auch gerne mal einen Einblick in deine Gefühlswelt und deine Gedanken zum Spiel. Ach, gehen wir es mal nach und nach an. Also mit Leo hatte ich jetzt natürlich kein MRT-Gerät da drüben stehen. Wie so häufig, also jetzt mal gucken, was da rauskommt. Das sieht aber jetzt auf den ersten Eindruck nicht so wahnsinnig gut aus. Aber da warten wir jetzt ab, was die Diagnosen der nächsten Tage da auch zeigen. Dann Gefühlswelt. Ja, ich bin hin und her gerissen. Also es war kämpferisch natürlich wieder eine Top-Leistung. Es war Abwehr wirklich mit einer sehr, sehr hohen Intensität, auch mit sehr viel Cleverness in vielen Situationen. Auch schöne Aufgaben gestellt. Ein paar Dinge auch zu billig gegeben. Was dann immer schwierig ist, wenn du die Räume da versuchen willst, verhältnismäßig eng zu kriegen. Und die Grundidee war schon, auch gerade in der ersten Halbzeit über viele Wechsel Intensität in unser Spiel reinzukriegen und vielleicht auch Melsungen ein bisschen müde zu kriegen. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Rückkehr von Martinovic Melsungen stark geholfen hat. Das muss man schon sagen, um vielleicht auch diese Druckphasen von uns dann gut zu überstehen. Und dann ist es ein Spiel eigentlich die ganze Zeit auf Augenhöhe. Wenn ich ehrlich bin, von Anfang bis zum Schluss. Wir hatten zwei, drei Tore hinten in der ersten Halbzeit, drehen das dann eigentlich recht schnell wieder Mitte zweite Halbzeit und dann kommt, glaube ich, die 50. Minute, die es entscheidet. Also bei 19:20, da haben wir einen Gegenstoß, den wir nicht machen, einen 7 Meter, den wir nicht machen und einen Durchbruch, den wir im Gegenstoß dann nicht machen. Und dann zieht Melsungen vorentscheidend wahrscheinlich auf das 19:22 weg. Und in so einem Low-Score-Game kann das einfach schon reichen. Und dann hat es Melsungen auch mit 7:6, glaube ich, im genau richtigen Moment gezogen und Mut bewiesen und dann wirklich Sachen einfach sehr, sehr gut gespielt dann auch und hat uns nicht mehr die Chance gegeben, dann her hinzukommen. Und deshalb, wir haben uns die Chancen erkämpft. Ich glaube, wir hätten hier heute Punkte mitnehmen können. Dafür war die Leistung gerade, was Abwehr, Torwartspiel angeht, wirklich sehr, sehr gut. Aber wir haben die Big Points uns heute nicht geholt, wenn wir zwei, drei Momente dann eben nicht machen. Und damit bin ich zufrieden mit der Leistung, mit dem Ergebnis nicht. Vielen Dank, Jens. Wir wünschen unserem Rechtsaußen Leo Brandner gute Besserung und hoffen auf das Beste. Gibt es jetzt noch Fragen von der Presse? Okay, dem ist nicht so. Dann ein Ausblick auf den nächsten Spieltag. Übernächste Woche am 21.03. fährt der HBW nach Hannover und Melsungen trifft zu Hause am Freitag, auch übernächste Woche, auf den TBV Lemgo Lippe. Wir wünschen den Gästen eine gute Heimfahrt. Danke und ciao.